Wir stehen hier vor unserem ersten 100% Wasserstoffmotor, der für eine CO2-freie Energieversorgung im Duisburger Binnenhafen vorgesehen ist. Die erste Idee dieses Projektes, die ist vor vielen, vielen Jahren entstanden. Wenn man sich das jetzt anschaut, was hier steht, dann haben wir es geschafft, ein einmaliges Energiesystem aufzubauen. Und zwar nicht auf dem Papier, sondern tatsächlich hier vor Ort. Und es läuft, es funktioniert, es ist das, was wir uns vorgestellt haben. Es ist das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Und das macht schon wirklich sehr, sehr stolz. Die Basis hierfür war unser etablierter Baureihe 4000 Erdgasmotor. Aufgrund der Eigenschaften von Wasserstoff mussten einige Komponenten neu entwickelt werden. Hauptsächlich die Kraftstoffversorgung. Wir bringen hier den Wasserstoff direkt vor Zylinder in die Brennkammer ein. Aufgrund der höheren Reaktivität von Wasserstoff gegenüber Erdgas musste hier auch ein neuer Turbolader entwickelt werden, der ein höheres Luftverhältnis bereitstellen kann. Das hat aber auch den Vorteil, dass wir hier ohne jegliche Abgasnachbehandlung weit unter den Stickoxid-Grenzwerten liegen. Wir sprechen ja hier auch von einem perspektivisch CO2-neutralen Betrieb des Terminals. Und das liegt einfach daran, dass wir den Strom, den wir hier brauchen, zum einen aus PV, also aus Sonnenenergie, hier lokal erzeugen, dementsprechend grünen Strom haben. Und wenn wir die Wasserstoffkomponenten, die MTU-Brennstoffzellensysteme und die MTU-Wasserstoff-BHKWs, wenn wir diese mit grünem Wasserstoff betreiben, haben wir einen vollständig klimaneutralen Betrieb hier auf dem Terminal. Wir wollen zeigen, was ein Verbrennungsmotor mit 100% Wasserstoff für einen Beitrag für die Energiewende leisten kann. Das Energiesystem setzt sich aus vier Komponenten zusammen. Das ist zum einen eine sehr große Freiflächen-PV-Anlage, ein Batteriespeicher, zwei MTU-Brennstoffzellensysteme, zwei MTU-BHKWs und natürlich dazu auch ein Wasserstofftank, der den notwendigen Wasserstoff bereitstellt für die Wasserstoff-BHKWs. Und das Ganze wird am Ende des Tages gesteuert von einem intelligenten Energiemanagementsystem, was dafür sorgt, dass alle Erzeuger und alle Verbraucher hier auf dem Containerterminal, sei es Krananlagen, sei es aber auch die Landstromanlagen für die Binnenschifffahrt, so intelligent gesteuert werden, dass wir im Optimalfall keinen Strom aus dem Netz brauchen und gleichzeitig alle Lastspitzen, die bei der höchsten Last entstehen, glätten können.